Nach einer ungewöhnlich langen Sommerpause darf ich Sie sehr herzlich bei der ersten Sendung im Herbst 1998 über das Sportgeschehen in Rohrbach und Berg begrüßen. Wir fassen heute die ersten beiden Spiele der Union Rohrbach-Berg in der Meisterschaft der ersten Landesliga zusammen. Bevor wir aber zu den Spielen der Meisterschaft kommen, nochmals eine Rückschau bzw. zur Dokumentation über die gesamte Saison, die Ergebnisse in der Vorbereitungsphase. Rohrbach-Berg hat im Juli wieder mit der Vorbereitung begonnen für die neue Saison. Der erste Gegner war Neustadt an der Aisch, ist eine Mannschaft, die in die bayerische Bezirksliga abgestiegen ist, hat voriges Jahr noch in der Landesliga gespielt. Rohrbach hat 3:2 gewonnen, zweifacher Torschütze Peter Zücker, den dritten Treffer steuerte Roland Löffler bei. Das zweite Spiel einen Tag darauf bestritt Rohrbach-Berg gegen den Meister der ersten Landesliga aus der vorigen Saison und Aufsteiger in die Regionalliga Mitte, Askö Pasching. Rohrbach unterlag mit 1:2. Am Freitag, 24. Juli, besiegte Rohrbach-Berg Union Efferding mit 4:1. Radek Popelka war zweimal erfolgreich, Manuel Engleder und Roland Löffler steuerten die weiteren Tore zum 4:1 bei. Am darauffolgenden Montag siegte Rohrbach-Berg auswärts bei Union Altenfelden mit 5:0. Herbert Zach war zweimal erfolgreich und die weiteren Tore erzielten Johannes Wild, Christian Stallinger und Joe Kehrer. Am Samstag, 1. August, wurde es erstmals in der neuen Saison ernst für die Mannschaft Union Rohrbach-Berg. Erste Runde im österreichischen Fußballcup, der Gegner hieß ATSV Satlet und Rohrbach verlor zu Hause mit 0:2, schaffte es abermals nicht, sich für eine zweite Runde im österreichischen Fußballcup zu qualifizieren. Sonntag darauf, Blitzturnier in Vorderweißenbach, Rohrbach-Berg besiegte in der Vorrunde St. Magdalena mit 2:0. Wobei Hannes Wild beide Male als Torschütze erfolgreich war und im Finale, ein spannendes Finale, siegte Rohrbach-Berg gegen den Veranstalter Vorderweißenbach mit 4:3. Zach Herbert, Radek Popelka, René Beham und Manuel Engleder waren die Torschützen. Damit siegte Rohrbach-Berg bei diesem Turnier. Am Mittwoch, 5. August, war FC Paralimni auf der eigenen Sportanlage Gegner für die Rohrbacher. Die Zyprioten weilten ja wieder in Rohrbach auf Trainingslager und ein bemerkenswertes Ergebnis, 0:0 trennen sich die beiden Mannschaften nach 90 Minuten. Paralimni spielt immerhin in der ersten zypriotischen Division und belegt alljährlich einen Platz im Mittelfeld. Ja, und das letzte Vorbereitungsspiel ging gegen den Zweitlandesliga-Club SV Gallner Kirchen. Rohrbach unterlag zu Hause mit 0:3. Bot kein gutes Spiel, aber vielleicht folgte einer schlechten Generalprobe wieder eine gute Premiere. Und dieses Sprichwort musste man sich dann wieder orientieren, wenn man positiv der ersten Landesliga-Saison nach dem Abstieg aus der Regionalliga entgegenblicken wollte. Ja, die Meisterschaft der ersten Landesliga begann am 15. August mit einem Heimspiel. Gegner war die als Titelfavorit gehandelte Mannschaft von Blau-Weiß Linz. Blau-Weiß Linz ist ja der Nachfolgeverein von FC Linz und Austria Tabak. Hat noch einen großen Fanblock im Rücken. Aber wir werden später davon mehr sehen. Rohrbach-Berg mit neuem Outfit. Eine optisch gelungene Dress, grün-weiß, ja, die Farben kennen wir von Celtic Glasgow, mit neuen Dressensponsoren, Nobel Kitzberger und Sport 2000 Niedersis. Ja, und dann führte das Schiedsrichter-Trio unter Leitung von Schiedsrichter Manfred Kornbichler die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. Ein schöner Samstagnachmittag. Circa 600 Zuschauer bei diesem Spiel. Man konnte durchaus mit der Kulisse zufrieden sein für einen Hochsommertag.
bei den Transparenten sieht man die Vergangenheit dieser Mannschaft. SK Föst, Neberfurt geht. Ja, alles geht einmal vorüber. Ja, und die erste Szene in diesem Spiel, die wir Ihnen zeigen. Hasanovic mit der Nummer 4 erhält die gelbe Karte von Schiedsrichter Hornbichler für dieses Vergehen. Freistoß, ausführend ist Herbert Zach. Und Torhüter Thomas Laschinger kann nur Gelbe abwehren. Ja, Schiedsrichter pfeift. Leider haben wir diese Szene nicht im Griff gesehen. Und das tut der Schiedsrichter, die rote Karte für Gerold Sturm. Ja, die meisten von Ihnen werden diesen Spieler ja noch kennen. Gerold Sturm spielt ja noch vor einem Jahr bei uns in Rohrbach. Klare Wauschball auf Schiedsrichter. Insultierung von Schokera und dafür gibt es nur eine rote Karte. Weiters Elfmeter und Herbert Zach lässt sich diese Chance nicht entgehen. Es wird in der 10. Spielminute auf 1:0 für Robert Speer. Der steigt der Meine. Ja, die Stimme im Hintergrund ist der ausgeschlossene Spieler Gerold Sturm. Pass auf, das wird der Hass. Ja, und er dürfte eine Vorahnung gehabt haben. Er erwartete sich eine heiße Partie, die maßgeblich durch den Schiedsrichter noch angeheizt wurde. Ja, nach diesem Foulspiel, was zumindest der Schiedsrichter als Foulspiel gesehen hat, sogar das Freistoß in der 14. Spielminute. Andreas Suhemer. 14. Spielminute da. Nützte diese Gelegenheit und stellt auf 1:1. Ja, wir sehen die Szene nochmals, die überhaupt zu dem Freistoß führte. Kurzes Halten an der Dresd durch Klaus Lindorfer. Aber dann ist kein Foulspiel mehr zu erkennen. Nach meiner Ansicht war das kein Vergehen, das zu pfeifen war. Aber wahrscheinlich hat der Schiedsrichter nach der roten Karte das Gewissen gedrückt. Und solche Szenen werden wir noch öfters in diesem Spiel sehen. Ja, der Freistoß. Die Nummer 7 steigt hoch, Andreas Suhemer. Und per Kopf verwertete er diese Hereingabe zum 1:1 Ausgleichstreffer. Ja, damit war das Spiel wieder offen. Für die Fans aus Linz war das natürlich ein Grund zum Feiern mit bengalischem Feuer. Aber unser Gerard als Ordner sicher eine Autorität rief den Anhänger aus Linz zur Ordnung. Und dann die nächste gelbe Karte, dieses Mal für unseren Klausi Lindorfer. Ja, und der nächste Überraschungspfiff des Schiedsrichters. Und er zeigt auf den Elfmeterpunkt. Schauen Sie sich diese Szene nochmals an. Ein schnell abgespielter Freistoß für Blau-Weiß Linz.
Und wie es üblich ist, ein kurzes Rangeln, aber sicherlich kein elfmeterreifes Vergehen. Aber Schiedsrichter Kornbichler, wahrscheinlich war ihm die Hitze zu groß. Ja, nochmals in der Normalgeschwindigkeit. Ich glaube, es hat nur der Schiedsrichter dieses Vergehen als Foul, als elfmeterreifes Foul gesehen. Und so gab es in der 19. oder 18. Spielminute Elfmeter für Blau-Weiß Linz und Samir Hasanovic nützte diese Chance und brachte Blau-Weiß Linz mit 2:1 in Front. Ja, was geht's für so ein Foul eigentlich? Da gibt es wirklich nur einen Korben jetzt. Nur gelb. Das würde beim Eishockey vielleicht sogar einen Ausschluss bedeuten. Dann noch 30 Minuten. Noch immer 1:2. Und wieder ein Foulspiel. Und nur gelbe Karte, gelb-rot. Es war das zweite schwere Vergehen von Hasanovic, den Torschützen zum 2:1. Aber dieses Foul hätte eigentlich sogar mit Rot geahndet werden müssen. Aber aufgrund der bereits in der Anfangsphase des Spiels erhaltenen gelben Karte musste Hasanovic dann das Spielfeld nach gut 30 Minuten verlassen. Blau-Weiß Linz war damit um einen Mann weniger auf dem Feld. Ja, und in dieser Tonart ging es eigentlich weiter. Also wir sehen die gesamte Szene nochmals in der Zeitlupe. Gelb-Rot für Hasanovic. Ja, damit wurden die Emotionen weiters angefacht, Emotionen auf beiden Seiten, außer bei den jungen Mädchen, die eher die Beine der Spieler bewunderten. Und hier war wieder ein Pfiff des Schiedsrichters. Das hat er gesehen, Foulspiel an einem Rohrbacher Spieler, an Alexander Unger. Freistoß, Alex bringt den Ball zur Mitte und Herbert Zach steigt am höchsten. Und unser Kapitän gleich in der 34. Spielminute zum 2:2 für Union Rabersberg aus. Ja, Sie können sich auch diese Aktion nochmals in der Zeitlupe anschauen. Ja, ob das wirklich mit einem Foulpfiff zu entscheiden war, das lasse ich Ihnen über. Aber auf jeden Fall Freistoß für Rohrbach-Berg. Alexander Unger bringt den Ball zur Mitte. Herbert Zach steigt am höchsten und unhaltbar für Torhüter Laschinger stellt Herbert Zach auf 2:2
Damit war der Ausgleich wiederhergestellt. Ja, man kann sagen, bei allen vier Toren, die in diesem Spiel bis zu diesem Zeitpunkt gefallen sind, war ein Beigeschmack dabei. Aber zumindest gab es vier Tore für die Zuschauer. Ja, unter diesen Besuchern auch der Union-Obmann, der Union-Rohrbach-Berg, Magister Franz Lieblitzberger. Jetzt Einwurf durch René Beham. Roland Löffler spielt den Ball zur Mitte und Herbert Zach aus kürzester Distanz erzielt er seinen dritten Treffer in diesem Spiel. 39. Spielminute. Rohrbach-Berg geht mit 3:2 in Führung. Ja, schauen Sie sich auch diesen Treffer nochmals in der Zeitlupe an. Joe Kehrer erwischt den Ball mit dem Hinterkopf, verwirrt damit die Verteidigung von Blau-Weiß Linz. Roland Löffler spielt den Ball in den Strafraum bzw. in den Fünferraum und unser Kapitän Herbert Zach steht ungedeckt und braucht nur mehr den Ball ins Tor zu schieben. Mit dem Angriff der Linzer. Ja, da hat es keinen Pfiff gegeben. Ich hätte das als Foul gesehen. Aber so blieb es bei dieser Fehlpfiff-Urge des Schiedsrichters. Wieder ein Angriff für Blau-Weiß Linz. Und da haben die Rohrbacher viel Glück gehabt. Der Ball strich knapp am Tor vorbei und dann der Schiedsrichter zur Halbzeitpause. Ja, normalerweise sollte man solche Szenen gar nicht zeigen, aber zur vollständigen Dokumentation gehört es. Die Emotionen gingen hoch in diesem Spiel, zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch nicht berechtigt. Und das ging auch in der zweiten Halbzeit so weiter, oder vielleicht noch ärger. Hier gab es wieder einmal eine gelbe Karte für ein Dutzendfoul. Gelbe Karte für Manfred Fuchs. Ja, dann erkannte der Schiedsrichter diese Aktion nicht als Vorteil an, benachteiligte Blau-Weiß Linz damit. Da haben die Rohrbacher dann wieder Glück gehabt. Jetzt Rohrbach im Angriff, Hannes Wild und sein Ball geht genau ans Lattenkreuz. Ja, und Foul vergeben. Die nächste gelbe Karte für Joe Kehrer. Absicht war sicher, keine dabei. Ja, Gott sei Dank gibt es auch schöne Seitenblicke für den Kameramann. Ausblicke und Einblicke vom ersten Stock. Ja, und Fan
Pardon, Ortenobmann, Josef Bernsteiner, Vulgo Schöllinger, hatte alle Hände voll zu tun. Ja, war das kein Foulspiel? Schiedsrichter ließ weiterspielen. Also die Pfeiferei ist schon sensationell, das muss ich schon sagen. Ja, das vorher war ein Foul, das war jetzt dagegen. Und dann noch ein brutaleres Foul an René Beham. Ja, wahrscheinlich hat der Schiedsrichter eher mit den Hühneraugen zugeschaut. Wieder eine gelbe Karte. Und wenn Sie jetzt in der Zeitlupe genau schauen, es fliegen Gegenstände Richtung Spielfeld. Ein Trinkbecher trifft unseren Masseur Walter Stallinger. Und dann nochmals wahrscheinlich eine Flasche. Sie können sich es nochmals ganz genau anschauen. Jetzt an den Köpfen vorbei. Ja, die Sicherheit der Spieler war zu diesem Zeitpunkt bereits gefährdet. Und daher wurde verstärkter Ordnerdienst angefordert. Die Gendarmerie wurde angefordert. Insgesamt waren 23 Ordnungskräfte auf der Rohrbacher Sportanlage im Einsatz. Und dank der Unterstützung der Gendarmerie unter der Führung vom Bezirkskommandanten Hirschner konnte das Spiel doch ordnungsgemäß über die Runden gebracht werden. An dieser Stelle gebührt der Gendarmerie ein herzliches Dankeschön. Für den Verein doch sehr wichtig, denn das hätte einiges kosten können. Ja, Lagebesprechung. Hier wurde wahrscheinlich die Taktik besprochen über das weitere Vorgehen. Und dann ging das Spiel weiter. Foulspiel an Manuel Engleder, Freistoß für Rohrbach Berg. Ja, die Spieler waren sicherlich schon abgelenkt. Einerseits durch die aufgebrachten Zuschauer aus Linz, andererseits auch durch das Gendarmerieaufgebot. Am Spielfeldrand, einer der Hauptdarsteller war Schiedsrichter Kornbichler, der mit seinen Fehlpfiffen sehr viel zu dieser Stimmung beitrug. Dann ein Foulspiel an Manfred Fuchs, wieder eine gelbe Karte für die Nummer 5, Gentz. Es hätte für dieses Foul bereits eine rote Karte geben können. Freistoß für Rohrbach, und dann pfifft der Schiedsrichter ab. Direkter Torschuss, schauen Sie es noch mal an. Was hat er da gesehen? Kann das Abseit gewesen sein? Da hat er mich gerade keiner, das kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist nichts so. Ja, weil du da einen Soundkreuz hast. Und dann wieder Glück auf Rohrbacher Seite. Trotz der personellen Unterlegenheit der Linzer haben sie einige Chancen auch in der zweiten Halbzeit herausgearbeitet. Ja, und das nächste Highlight in der Kartenspielerei, gelb und rot für unseren Klausi. Das sind wir eigentlich gewöhnt. Wenn Sie sich aber diese Aktion in der Zeitlupe anschauen, können Sie selbst entscheiden, ob Sie ein Foulspiel dabei sehen. Ich glaube nämlich, dass Klaus Lindorfer sogar den Ball gespielt hat. Aber an diesem Tag war alles möglich.
jetzt Johannes Wild, wieder die Nummer 5 und ein brutales Foul. Und was zückt der Schiedsrichter? Wieder nur gelb, aber es war die zweite gelbe, daher gelb-rot. Und wenn man später gehört hat, dass der Schiedsrichter beobachtet wurde und sogar eine sehr gute Punkteanzahl bei diesem Match erreichte, da muss man sich schon fragen, was hat der Beobachter eigentlich dabei gesehen? Freistoß für Rohrbach Berg, Herbert Zach. Aber es ist nichts dabei herausgekommen. Jetzt Freistoß auf der Gegenseite für Blau-Weiß Linz. Und ein schöner Schuss, der Gott sei Dank auch über das Tor geht. Nur noch einer Stunde in der zweiten Halbzeit aufgrund der langen Unterbrechung. Tief Schiedsrichter turnt sich für das Spiel ab. Ja, und dann gab es noch einige Action, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Ja, unser Ordnerdienst musste auch einige Prügel einstecken. Ehemaliger Spieler Walter Jähl. Fing einige Angriffe ab, lag aber selbst am Boden. Ja, Sie können es sich in der Zeitlupe anschauen. Anschließend war sogar die Geldbörse weg mit rund 1500 Schilling Inhalt. Wenn Sie genau schauen, werden Sie sehen, dass die Geldbörse jetzt aus der Tasche fiel. Sie liegt bereits am Boden. Walter Jähl war der Mann mit dem roten T-Shirt. Und dann Gustav Wöss und der Assistenz des Gendarmeriehundes konnte einigermaßen Beruhigung in diese Aktion hineinbringen. Und im anderen Bereich wurde das Schiedsrichter-Trio in die Kabinen geführt. Und der Starter kann am Rübegleitung. Mit solchen Fans ist aber dem Fußball nicht gedient. Nehmen Sie sich diese Szene nicht zum Vorbild. Fußball soll die schönste Nebensache der Welt sein. Soll eine angenehme Wochenendunterhaltung sein. Aber soll nicht die Aggressionen so weit wecken, dass man um die Sicherheit fürchten muss. Ja, machen Sie sich selbst einen Reim daraus zu diesen Anhängern. Aber in jeder größeren Stadt gibt es ja eine Anstalt für solche Personen. Der Rotkreuz-Bezirkssekretär konnte derweil in Ruhe sein Bier trinken.
Ja, und damit kommen wir zu den Ergebnissen der ersten Runde in der ersten Landesliga. SC Macht Renk und Union Berg trennen sich mit 1:1. Die Amateure von SV Josko Ried besiegen SK Scherding mit 2:0. Die Amateure des LASK besiegen Grün-Weiß Micheldorf mit 4:2. Hertha Wels besiegte Esternberg mit 3:0. Donau deklassierte SV Gmund mit 5:0. Bad Schallerbach besiegte Vöcklermarkt mit 4:2. ATSV Satlet unterlag zu Hause dem SK St. Magdalena mit 0:1. Ja, und Rohrbach, wie gesehen, Blau-Weiß Linz mit 3:2. Erster Tabellenführer war damit Donau Linz vor Hertha Wels, LASK 2, Schallerbach, Ried, Rohrbach, Berg und St. Magdalena. Am Tabellenende Scherding, Esternberg und Gmunden. Ja, eine gemischte Mannschaft aus Kampfmannschaft und Reserve der Union Rohrbach-Berg bestritt am darauffolgenden Sonntag in Öpping aus Anlass des 25-jährigen Vereinsjubiläums ein Freundschaftsspiel, besiegte dort Öpping mit 4:3. Ralf Turner, Roland Löffler, Joe Kehrer und Radek Popelka waren die Torschützen. Ja, und damit kommen wir zum Spiel der zweiten Runde in der ersten Landesliga. Am 25. August, das war ein Dienstag, Spielbeginn war um 18.30 Uhr, musste Union Rohrbach-Berg auswärts bei Union Esternberg antreten. Esternberg ist ja für Rohrbach-Berg immer ein interessanter Gegner gewesen. Und auch in diesem Spiel sollte es so sein. Eine große Zahl von Anhängern aus Rohrbach hatten die Mannschaft begleitet. Ich glaube, dass sogar mehr Rohrbacher in Esternberg waren als Anhänger aus Esternberg selbst. Geleitet wurde das Spiel von Dr. Meyer. Freistoß für Rohrbach-Berg, Joe Kehrer. Ja, und zur Überraschung aller steht es nach 10 Spielminuten bereits 1:0 für Rohrbach-Berg. Schauen Sie sich diese Aktion nochmals an. Freistoß zur Mitte. René Beham erwischt den Ball nicht voll. Joe Kehrer springt. Ja, und die Verteidigung aus Esternberg bringt den Ball nicht weg. Und Joe Kehrer schießt drauf los, trifft ganz genau ins rechte untere Eck. Unhaltbar für den Torhüter Christian Max aus Esternberg und es steht somit 1:0 für Rohrbach-Berg. Für unseren Joe natürlich ein schönes Erlebnis, denn er hat ja in der letzten Saison im Herbst in Esternberg gespielt, aber aufgrund der finanziellen Probleme der Innviertler, man sprach ja von ca. 5 Millionen Schulden, wechselte dann Joe Kehrer zu Askel Pasching. Und im Sommer kam er dann zu uns zurück. Ja, der nächste schöne Angriff für Union Rohrbach-Berg, Alexander Ungar, Schuss über das Tor, nach einem schönen Freistoßtrick, den wir im Herbst noch öfters zu sehen bekommen oder bereits bekommen haben. Ja, und dann gelbe Karte für Ernst Krieger wegen Handspiel im Strafraum. Leider waren die Lichtverhältnisse nicht ideal. Man hat es nicht genau gesehen. Aber von Manuel Engleder wurde sofort reklamiert. Handspiel, dafür gab es 11 Meter und Kapitän Herbert Zach ließ sich in der 20. Spielminute diese Chance nicht entgehen und erhöhte für die Union Rohrbach-Berg auf 2:0.
Ja, die Zeitrechnung im Innviertel schaut etwas anders aus. Da gehen die Uhren anders. Das werden wir einige Wochen später nochmals in Schärding sehen. Und hier der erste bemerkenswerte Angriff der Innviertler. In der ersten Halbzeit sehr harmlos waren. Aber in der zweiten Halbzeit sollte sich das Bild wesentlich ändern. Estenberg setzte nach dem 0:2 Rückstand alles auf eine Karte. Ja, und unser Klausi sah wiederum die gelbe Karte. Der gelbe Klausi. So, bei der nächsten Szene entschied der Schiedsrichter auf Foulspiel von Alexander Ungar. Und er zeigte ihm auch eine gelbe Karte. Urteilen Sie dann selbst, wenn Sie die Zeitlupe sehen, ob diese gelbe Karte gerechtfertigt war. Ja, es war sicherlich Foulspiel. Ich glaube, sie war vertretbar. Seit der Weltmeisterschaft werden solche Vergehen mit Gelb geahndet. In der Normalgeschwindigkeit hat es nicht so arg ausgesehen. Alex wurde dann selbst gefoult. Ja, und dann ein brutales Foul im Strafraum an Johannes Wild. Und die Schiedsrichter haben schon eine eigenartige Regelauslegung. Wenn sie die beiden Foulspiele hintereinander vergleichen und beide Male gibt es nur Geld, dann müssen sie schon zweifeln. Schauen Sie, wo der Ball hinläuft, wo Johannes Wild getroffen wird. Und dafür nur eine gelbe Karte. Es hätte rot sein müssen. Der Elfmeter war in Ordnung. 62. Spielminute. Herbert Zach tritt zum Elfmeter an. Vier Tore hat er bereits erzielt. Und der Torhüter erritt seine Ecke. Der Ball war zwar platziert geschossen, aber wirklich eine tolle Parade des Torhüters aus Estenberg. Und so blieb es bei der 2:0 Führung von Union Rorbach-Berg. Sektionsleiter Peter Eigner. Aus seiner Mühne kann man nicht lesen, was er von diesem Spiel hielt. Ja, der Fanclub unterstützte unsere Mannschaft wieder toll. Und hier eine gefährliche Aktion, aber Gott sei Dank abseits. Andererseits war aber auch Torhüter Gerd Galleiten auf dem Posten. Ja, und aufgrund des fehlenden Flutlichts im Innviertel wurde es immer dunkler. Und jetzt wurde der Schiedsrichter zornig. Die Nummer 8 wollte ein Foulspiel haben, kritisierte die Schiedsrichterentscheidung oder die fehlende Entscheidung. Dafür sagt die gelbe Karte, schauen Sie sich diese Szene nochmals an. Ja, ich habe nichts dabei gesehen. Er stolpert über seine eigenen Füße, hoffte wahrscheinlich auf einen Elfmeterpfiff. Durchaus schauspielreif für die Bühne. Und dafür gab es eben Geld.
Ja, die Rohrbacher Angriffe wurden immer harmloser. Esternberg drückt immer mehr. Er arbeitete sich in den letzten 10 Minuten Chance um Chance. Hier die einzige nennenswerte Chance noch in der letzten halben Stunde. Hannes Wild. Seinen Stangelpass konnte Roland Löffler nicht verwerten. Wir sind bereits in der Schlussphase, Freistoß für Union Esternberg. Aber Gerd Galleitner, unser Torhüter, war wieder auf dem Posten. Eckball für Esternberg. Und wieder Gerd Galleitner. Es wurde dunkler und dunkler. Die Kamera kann weit besser aufhellen, als es auf dem Platz wirklich war. Und hier ein schöner, gezirkelter Schuss der Esternberger. Und dann nochmals Spielertausch bei Union Rohrbach-Berg. Christian Stallinger kam für Klaus Lindorf aufs Spielfeld. Wir waren bereits in der 89. Spielminute. Erster Ballkontakt von Christian Stallinger. Jetzt eine Rangelei zwischen einem Esternberger Spieler und Manuel Engleder. Ja, und in dieser Phase zeigte der Schiedsrichter leichte Heimtendenz. Denn ich habe kein Foulspiel hier gesehen. Das war höchstens noch eine Tätlichkeit. Und ein schöner Schuss wieder für Union Esternberg. Und eine tolle Parade unseres Torhüters Gerhard Galleitner verhinderte den Anschlusstreffer. Eckball für Esternberg. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Stangenschuss. Und jetzt war es soweit. 92. Spielminute. Marco Gnon gelingt der Anschlusstreffer für Union Esternberg. Ja, die Freude bei den Innviertlern war verhalten. Niemand glaubte mehr an ein positives Erfolgserlebnis in diesem Spiel. Das es aber dann noch gehen sollte. Hier gab es noch eine gelbe Karte für Christian Stallinger für dieses Foulspiel, die sicherlich zu Recht war. Und wir sind bereits in der 94. Spielminute, wieder Foulspiel. Entschied der Schiedsrichter auf Foulspiel. Freistoß für Union Esternberg. Das war die 94. Spielminute. Jochen Stockinger legte sich den Ball zurecht. Und ich kann mir vorstellen, dass unser Torhüter in der Dunkelheit den Ball gar nicht gesehen hat. Aber es war ein schön geschossener Freistoß
und Jochen Stockinger glich für Union Eschenberg in letzter Sekunde praktisch noch zum 2:2 Endstand aus. Enttäuschung natürlich bei den Spielern aus Rohrbach. 2 Punkte wurden damit praktisch verschenkt. Ja, und dann trifft Schiedsrichter Dr. Meyer das Spiel ab. Union Esternberg und Union Rohrbach-Berg trennen sich nach 95 Minuten mit 2:2 unentschieden. Die weiteren Ergebnisse, die zweite Überraschung oder das zweite Negativerlebnis für Blau-Weiß-Linz mit der 0:2 Heimniederlage gegen Union Berg. Vöcklermarkt und LASK 2 trennen sich mit 1:1. Gmunden besiegt SV Ried 2 mit 4:1. St. Magdalena und Hertha Wels trennen sich mit einem 2:2 unentschieden. SK Scherding unterlag zu Hause Bad Schallerbach mit 1:2. Macht Renk unterlag Donau mit 0:2. Und Grün-Weiß Micheldorf und ATSV Athlet trennten sich mit einem 3:3 unentschieden. Ja, diese Runde erstreckte sich über 4 Tage aufgrund des ÖFB Cups, aufgrund der zweiten Runde. Damit noch zur Tabelle nach 2 Runden. An der Tabellenspitze die favorisierten Mannschaften für diese Saison ASK Donau-Linz und Bad Schallerbach. Beide Mannschaften weisen 6 Punkte auf. Rohrbach-Berg liegt an 6. Stelle. Er hätte mit Donau und Schallerbach mit 3 Punkten im Innviertel gleichziehen können. Am Tabellenende Esternberg, Blau-Weiß-Linz und SK Scherding. Sicherlich die große Überraschung. Der vorletzte Platz von Blau-Weiß-Linz nach 2 Runden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Kommende Woche, kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr wird die Zusammenfassung über die Herbstmeisterschaft der Landesliga fortgesetzt. Schalten Sie wieder ein. Sport am Infokanal der Firma Expert Kern. Guten Abend.